Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us, Part 25. Und wir waren gerade hier, als wir im letzten Part von der Brücke gesprungen sind. Und dann hat uns der Sam und der Henry gerettet, also die haben uns aus dem Wasser gefischt. Und wir sind gerade jetzt hier an diesem, an diesem schönen Strand. Ja, auf jeden Fall geht's auch direkt weiter. Erstmal hier über den Baumstamm. Und wo ist eigentlich der Henry? Der Henry und der Sam, weil die sind, glaube ich, schon vorgelaufen. Mal schauen, wo die sind. Ich renne mal ein bisschen schneller. Also, Hey, Ada. Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also, wir wollen zu diesem Funkturm. War der hier nicht irgendwo? Nee, oder? Keine Ahnung. Irgendwo dahinter hat man ihn, glaube ich, gesehen. Bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wollen wir zu einem Funkturm. Okay. Ah, da ist der Henry. Servus, Henry. Henry, ich meine Hey, Henry. ich wette, das führt da ganz durch. Oh nee, nicht dein Ernst. Hilf mir mal damit. Durch die Kanalisation. Nicht dein Ernst, mein Freund. Ach du Scheiße. Okay, ja gut. Wenn's... What the fuck, da liegt jemand. Oh mein Gott. Eine Leiche. Der hatte was bei sich. Cool. Ja, das sieht tot aus. Oh mein Gott. Sieht ja fast aus wie ein Grimm von Resistance. Aber okay, das ist ein anderes Spiel. Und dann geht's auch direkt weiter hier in die Kanalisation. Okay, zusammen. Na los, packen wir es. Okay, los, Henry. Zeig deine Muskeln. Ja! Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Holt die Lampen raus. Sam, bleib. Okay. Ja, gut. Oh, hier sieht man den Wasserspiegel. Alles klar. Das sieht hier so schön gestaltet aus, alles. Es ist wunderschön. Oh mein Gott. Und das Wasser sieht so echt aus. Wirklich gigantisch. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Ich hab Angst. Hilfe. Wo geht's eigentlich hier hoch? Leute, ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Aber nicht, dass da ein Zombie ist. Weil es ist schon eine längere Zeit kein Zombie mehr aufgetaucht. Da haben wir auch schon eine Leiche. Ja, ich sehe was. Nein, hier geht's nicht weiter. Ah, ein Firefly-Anhänger. Sehr schön. Den schauen wir uns gleich mal an. Robert Rigetti. Hört sich fast an wie Spaghetti. Okay. Ja. Und hier noch Zeug zum Basteln, zum Basteln. Oh mein Gott, was ist heute mit meiner Stimme los? Zum Basteln meine ich an der Werkbank später. Menschenskinder. Okay. Ja gut, dann gehe ich wieder runter, bevor das hier noch überflutet. Ich komme, Ellie. Okay, wir sehen uns später wieder. Mir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Da hier haben wir eine Puppe. Ellie, nimm sie mit. Okay. Ja, mir gefällt's hier auch nicht. Die Ellie hat ja gerade gesagt, ihr gefällt's hier nicht. Mir gefällt's hier auch nicht. Es ist mir hier alles zu verlassen und zu dunkel und zu nass. Was haben wir hier? Verdammt. Ja, okay. Was ist das hier? Ah, kann ich da durchkriechen? Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Ach so, die Ellie. Ja, eine riesige Ratte. Es ist normal, dass es in einer Kanalisation Ratten gibt.
Aber ich finde die voll süß. Ich liebe Ratten. Die sind auch bloß Lebewesen. Yay. Okay. Mach die Türe auf. Oder schieb das Teil weg, besser gesagt. Okay. Yeah, danke, Ellie. Vielen... What the fuck? Ich lauf gerade in dir drin, Ellie. Oh, was haben wir hier? Okay, hier haben wir Pillen. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Ja. Einfach abwarten und schauen, was sich ergibt. Wie der Joel gerade gesagt hat. Und, ah, hier liegt noch ein Zettel, sehr schön. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchlesen. Und hier haben wir nochmal sehr viel Zeug zum Basteln später an der Werkbank. Was ist denn das hier eigentlich? Missing. Sehr viele Zeitungsartikel hier. Naja, da hat sich wohl jemand hier untergebracht. Für eine lange Zeit, glaube ich, so wie es aussieht. Auf jeden Fall sind hier Notizen an der Wand, vielleicht ist auch noch von früher, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser Isch da, also den, wo wir vorher, oder besser gesagt im letzten Part diesen Brief gelesen haben, also der ist hier ja gestrandet und der ist hier auch in die Kanalisation rein. Und ich glaube, der Zettel hier war gerade auch von Isch. Also der Typ, ja, ich glaube, der lebt hier und vielleicht treffen wir den noch. Das wäre sehr cool. Dann gehe ich bei mir da, Wahl mit da raus. Was rede ich heute für einen Scheißdreck? Dann gehen wir mal wieder raus. Oh mein Gott. Ganz ruhig, Daniel. Hier lang. Da vorne soll der nächste sein. Okay. Ich komme. Keine Panik auf der Titanic. Ellie, kommst du? Okay, gut. Immer schön hinter mir bleiben. Wäh, what the fuck? Kakerlaken. Igitt. I. Oh mein Gott. Ja, die überleben auch eine Zombie-Apokalypse. Okay, was haben wir hier? Wow. Können wir nicht hier raus? Ja. Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Eigentlich könnten wir doch schon hier raus, wenn man so denkt. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Ja, okay, aber normalerweise könnte man hier ja kurz rüberspringen und hey, sich... Das Ding hängt an einer Kette. Unterbrich mich nicht. Vielleicht geht es irgendwie damit. Okay, eine Kette. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, dann versuche ich das mal. Ein Generator. Jedes Mal, wenn ich spreche, dann sprechen die auch. Mann. Okay. Okay, dann drehe ich das mal auf. Es klemmt. Fuck. Ja, okay. Dann muss ich wohl ins Wasser. Oh nein, meine Taschenlampe geht aus. Da muss ich immer den Controller schütteln, dass die anbleibt. Ist das kalt. Ihr bleibt da. Okay, ihr bleibt da. Muss ich da hoch vielleicht? Ich komme nicht ran. Verdammt. Okay, da komme ich nicht ran. Was muss ich dann machen? Muss ich tauchen vielleicht? Ah, da war gerade was. Ah. Okay, alles klar. Ah, da steckt was drin. Okay. Ausgezeichnet. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Oh mein Gott. Muss ich da jetzt allein rein? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, bitte kommt mit. Nee, oder? Oh mein Gott, das ist wie Dead Space. Okay. Ganz ruhig. Ich bin hier ganz allein, aber vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Okay, sieht verlassen aus. Gott sei Dank, was haben wir hier drin? Hier tropft alles.
Weil es vor kurzem geregnet hat. Okay. Ah, was haben wir hier? Ah, okay, sehr schön. Ja, nice. Da kann ich mir nachher sehr viel Zeug basteln. Oder vielleicht auch gleich. Mal schauen. Nee. Ja, doch, eine Bombe. Aber ich habe schon genug Bomben. Dann mache ich mal eine Rauchbombe. Perfekto. Okay, dann gehe ich mal ganz vorsichtig weiter. Was muss ich überhaupt machen? Ich gehe einfach mal die Treppe hoch. Die Leiter meine ich. Was haben wir hier oben? What the fuck? Ich höre da gerade Geräusche. Hallo? Ich glaube, ich mache die Tür lieber nicht auf, oder? Ich wechsle mal zu meiner Schrotflinte. Okay, Leute. 3, 2, 1. Oh, Scheiße. Hallo, du hässlicher Pilzkopf. Oh, what the fuck? Komm zu Papa. Komm. What the fuck? What the fuck? Ja, ich bin noch ganz. Oh, ja. Das ging aber fast ins Auge, mein Freund. Heilige Scheiße. Oh, nein. Falsch nachgeladen mit R1, aber ich hab bloß noch einen Schuss. Deswegen bringt mir Nachladen nichts mehr. Aber ich finde wirklich, ich kenne kein Spiel, wo die Leute oder die Feinde so extrem zerstört werden, sag ich mal. Hier fliegen die Arme ab, da kommen Gedärme aus dem Bauch raus, da kann man die Beine abschießen, das ist wirklich, das ist phänomenal. Ah, cool. Ja, ach so. Ich hätte bloß die Palette ins Wasser schmeißen müssen. Ich glaube, ich spinne. Okay, dann gehe ich aber zuerst mal in den Raum rein, weil ich will schon irgendwie wissen, was da drin ist. Hoffentlich kein Zombie mehr. Okay, sieht gut aus. Na, mein Freund, kein Kopf mehr, was? Ja. Okay, sieht auch verlassen aus. Ah, okay, da war wohl auch jemand. Ah, da haben wir wieder einen Brief. Sehr schön. Was stand da? Tauchnotiz oder Tauschnotiz oder keine Ahnung. Wieder von diesem Isch. Ja gut, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Durchlesen. Wenn die immer etwas kürzer wären, dann würde ich die durchlesen, aber die sind halt immer so lang, die Texte. Und hier sehen wir wieder Bilder. Ja. Da hat wohl jemand übernachtet. Und das ging wohl nicht lange gut, wie wir gesehen haben. Okay, sehr schön. Also immer schön alles aufsammeln, denn dann kann man sehr viel verbessern und das ist ganz wichtig, damit man sehr viel coole Waffen hat. Okay. So, das hat ja schon mal funktioniert. Okay. Dann muss ich das jetzt da rausschieben, damit wahrscheinlich die Ellie wieder drauf kann. Okay, let's go. Ja, The Last of Us. Ein wirklich wunderschönes Spiel. Ja, das schon wieder. Okay, geh drauf. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Ich weiß, dass ich schlau bin. Es wird Zeit, dass wir rauskommen. Nach, ob der Generator noch Kraft hat. Hier geht gar nichts. Okay. Yeah. Sag's lieber nicht laut. Und wie soll ich jetzt hochkommen, wenn ich mal fragen darf, meine Freunde? Ah, okay. Komm schon. Was sagen jetzt zwei beeindruckend? Wir sind schon Profis darin.
Ja, perfekt. Ich finde es immer etwas komisch, dass der Untertitel immer manchmal etwas zu früh kommt. Er ist immer etwas sehr interessant, ja. Oh, was haben wir hier? Leute, ich mache hier mal kurz... Oh, nee. Lol. Okay, ich komm gleich, Leute. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Was haben wir hier? Ah. Yay, erreichte Werkzeugstufe 3. Geile Sache. Jetzt kann ich mehr verbessern. Also jetzt kann ich meine Waffen noch stärker verbessern. Das finde ich sehr schön. Okay, cool. Eine Abstellkammer. Das sieht man mal, was in den Abstellkammern alles liegen kann. Okay. Dann gehe ich mal weiter und, what the fuck, hier ist alles angemalt. Lol. Jetzt sag bloß, hier leben Kinder drin. Der Kinderstamm. Das wäre lustig. Eine Akustik. Eine Alarmanlage. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Und denn hier? Ich meinte, dass das für ein gutes Versteck ist. Was haben wir hier? House Rules, also die Hausregeln. Important, please read. Make sure doors are closed or locked. Also seid sicher, dass die Tore geschlossen sind. Ask for password if you don't know the visitor. Okay, also ja, also wenn jemand draußen ist und nicht weiß, wie das... Also wenn man den nicht kennt, sagen wir es so, dann sollen die nach dem Passwort fragen. Das kann man irgendwie nicht lesen hier. Anything and noise play oder irgendwie sowas. Man soll wahrscheinlich leise spielen. Run to hiding spot when you hear the alarm. Okay, alles klar. Also man soll keine Ahnung was machen. Okay, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein Radio, cool. Oh. What? Was ist das hier? Oh, nice. Yay, neue Waffe. Shorty. Geile Sache. Sieht aus wie eine abgesägte Schrotflinte. Auf jeden Fall recht geil. Okay. Sehr gut. Oh, super. Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey, Sam. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Ja, sorry. Oh Mann, das war doch cool. Henry, du bist so ein Spielverderber. Ganz ehrlich. Menschenskinder, das sind doch auch bloß Kinder, die wollt auch bloß spielen. Oh Mann. Ist ein cooles Tor. Naja, besser als gar nichts. Gerade bei einer Apokalypse. Ich will hier mal hoch. Lass mich hier mal hoch. Henry, geh aus dem Weg, du Spielverderber. Ah, cool. Sehr schön. Gut, dass ich hier hochgegangen bin. Okay, was haben wir hier noch? Ah, eine Verbesserung. Bomben verbessert. Sehr schön. Das könnt ihr euch durchlesen. Ah, fuck. Jetzt habe ich es weggedrückt. Verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Trainingsbücher. Das hier war's, glaube ich, oder? Nein, das war's nicht. Das war das hier. Ja. Lesen? Nein, das war falsch. Umdrehen und jetzt... Ja, okay. Gut. Da habt ihr aber noch viel zum Lesen. Okay. Ja, Leute, ich glaube, ich beende den Part auch gleich hier. Ja, das mache ich. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Obwohl, ich laufe noch kurz hier vor. Komm, scheiß drauf. What? Hörst du das? Infizierte... Oh nein, das sind Infizierte. Und da ist ein Kakerlaken. I. Okay, ja gut, dann mache ich im nächsten Part weiter, Leute. Also, wir hören uns im nächsten Part. Okay, bis dann, bis zu Part 26. Also, ciao!